So, Freunde, zwei Videos eventuell habe ich noch. Eins machen wir jetzt gerade. Also, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video. Natürlich wieder mit Björn. Schon wieder. Er hat uns einen Fleischbrocken vorbereitet. Das soll ein Pulled Pork werden. Dazu habe ich schon den Monolith vorgeheizt. 110 Grad. Gut, momentan hat er 116, aber geht schon wieder ein bisschen runter. Und lass uns mal das Pulled Pork sehen. Oder das Schweinenacken ist es ja noch. Das soll ein leckeres Pulled Pork werden. Erzähl uns was dazu. Ja, was soll ich sagen? Es ist gimpfende Apfelsaft-Bourbon-Mischung. Bautzener Senf eingeschrieben und dann... Eingerieben. Schon später. mit einer Ankerkraut, mit dem Ankerkraut-Rub, aber ich weiß jetzt nicht mehr welchen, weil ich habe das letzte Woche schon gerubbt. Das soll vorkommen. Ja, etwas später ist kurz nach 11. Ja. Gut, dann werden wir das Ganze jetzt auflegen, verkabeln und dann sehen wir weiter. Jo, verkabelt haben wir's. Du kannst es drauflegen. Das Grillei starte ich nachher mit dem Handy sozusagen gleichzeitig. Ja, und dann heißt es bloß noch Deckel zu. Schlaf gut. Und gute Nacht. Und wir tun jetzt bloß noch vorne Mesquite-Chips mit in Monolith rein. Ja, und dann lassen wir es grillen. So, Leute, jetzt raucht er schön. Das heißt, wir haben die Mesquite-Chips Pellets mit rein. Und das macht man jetzt noch. Ja, so ein, zwei Mal. Die erste halbe, dreiviertel Stunde. Und dann dampft es hinter mir. Okay. Ja, dann ist soweit gut. Und wir können das Fleisch drauf schlafen lassen und grillen lassen. Ja, jetzt auch mal das geheime Video von mir für den Michi. Also, ich bedanke mich wieder recht herzlich bei dir und bei deinem Schatzi für die Gastfreundschaft. Vielen, vielen herzlichen Dank. Hat mir mega Spaß gemacht. 6 Tage war ich bei dir. Nächste Woche geht's nach Sindelfingen. Wird klasse werden. Vielen, vielen herzlichen Dank und man sieht sich. Ciao, ciao. So, Freunde, das Pulled Pork ist auf 89 Grad. Lang dauert es nicht mehr. Der da hinten verpisst sich jetzt einfach. Das habe ich mal verdient, Gott sei Dank. Ja, dann bleibt uns mehr zum Essen. Juhu. Und schnell an. Kann ich noch da bleiben? Ich habe Essen gehört. Nein, du fährst jetzt. Und ja, wir sehen uns nachher gleich, wenn das Essen fertig ist. Tja, Leute, hier piepst das Pulled Pork und sagt, es ist fertig und kein Björn weit und breit. Den muss ich jetzt erstmal suchen gehen. So, Leute, ich habe ihn endlich wieder gefunden. Dann nimm mal runter. Und. Jawohl. Also ich habe vorher schon den Handschuh gegeben, dass er sich ja nicht seine armen Fingerchen verbrennt. Ja, das klebt etwas fest. Jawohl. Und jetzt gehen wir rein und da wird das Ding zerzupft. Und dazu gibt es dann lecker Kartoffelsalat. Tja, junger Mann, dann walten Sie Ihres Amtes. Schauen wir mal, ob das schön sich pullen lässt. Mhm. Oh, wunderbar. Wunderbar. Sieht sehr gut aus. Dann lassen wir hier jetzt mal in Ruhe zupfen und reißen und schauen uns dann das Endergebnis an. Bei Kamera beschlägt eh. Das sieht doch mal hervorragend aus, nachdem Schatz mit eingegriffen hat. Oh Gott, oh, ja. Kannst du mal hören. Ich gebe Björn die Vorarbeit geleistet, dass Schatz nur den Rest machen muss. Ich kann es nicht mehr hören. Also komm, hau rein. Komisch, ich verstehe es gar nicht, warum. Jetzt kann man natürlich noch eine Barbecue-Soße seiner eigenen Wahl drüber hauen.
schön vermischen. Ja, und dann können wir essen. So sieht es jetzt bei mir auf dem Teller aus und gegenüber wird schon reingewuchtet. Wie schmeckt es hier persönlich selber? Machen wir gleich das Fazit und das Video fertig. Kann gerade nicht. Kann gerade nicht den Chip gleich hinterher. Ja. Hallo, du sollst mit mir sprechen. Das nicht später. Also machen wir doch noch ein Fazit hinterher. Aber von mir gibt es jetzt noch ein Probiererchen. Ich fange natürlich mit dem leckeren Kartoffelsalat an. Astrein lecker. Schmecker. Und jetzt schauen wir mal nach diesen zerrupften Schwanderl. Lecker geworden. Mhm. Wir sehen uns nachher noch mal kurz. Ja, Freunde, dann kommen wir noch zum Fazit. Der Rest der Mannschaft darf auch noch näher treten. Die, was noch verblieben sind. Also, ich fand dein Pulled Pork jetzt wirklich sehr lecker. Dankeschön. Hat er gut gemacht. Ja, ja. Den Kartoffelsalat von meinem Schatz fand ich natürlich noch besser. Hattest du Schleim was? Weiß ich noch nicht. Ja, Freunde, das war's dann mit diesem Video. Mehr brauchen wir ja dazu eigentlich schon gar nicht mehr sagen. Die Würzung war stimmig. Wie hast du es nochmal gemacht? Ankerkraut, ich weiß jetzt gar nicht welchen Rapp und mit einer Apfel-Börben-Mischung geimpft. Jetzt erinnere ich mich wieder, das hat er am Anfang nämlich auch gesagt, dass er es nicht mehr weiß, welcher Rapp das war. Egal, kann man nehmen, was man möchte. War lecker, war mal wieder Pulled Pork und wir sind raus. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Ciao. Ja, was machst du? Ich bin die andere Prüfung. Ja, Freunde, das nächste Mal gibt es ein McDutch Gedächtnisvideo. Nicht aus dem Dutch-Ofen, aber etwas, was er gerne gegessen hätte. Und das ist noch ein Überraschungsvideo. Das kommt nächstes Mal, oder? Ja. Genau. Von mir nicht. Ich bin raus. Ich wurde genötigt.